Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 13. Dezember. Bevor ich beginne, muss ich kurz eine Klarstellung machen. Ich habe nämlich einen Zahlendreher gehabt, sogar einen verhältnismäßig fiesen. Und zwar ging es um den Schlusskurs des dritten Quartals. Den habe ich irrtümlich im letzten Ausblick mit der 15.688 angegeben. Und verzeiht mir das bitte, aber wenn man so zwischen 25 und 30 Charts jeden Tag auf hat und aktualisiert, dann gibt es auch mal einen Copy-and-Paste-Fehler. Das ist also nicht das Ende oder der Schlusskurs des dritten Quartals gewesen, sondern diese Mob-Marke, die sich heute erneut bestätigt hat, war der Schlusskurs des Oktobers. Der Schlusskurs des dritten Quartals liegt bei 15.260. Ja, also da bitte ich um Entschuldigung, aber charttechnisch hat sich nichts verändert. Das heißt, die 15.660, die bleibt eben eine wichtige Marke und wir haben es heute auch wieder gesehen. Wir sind ja mit dem Gap Down reingekommen. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Das zweite zum Newsletter. Der war ja eigentlich so für Anfang November geplant. Mein lieber Programmierer, ein guter Mann, aber leider eine One-Man-Show, hat im Moment mit Bestandskunden sehr viel zu tun. Durch diese wieder aufgeflammte Corona-Situation, Homeoffice und so weiter, sind einige langjährige Kunden von ihm aktuell, die haben Priorität. Da gehen wieder hunderte oder tausende Leute in die Homeoffices und dann muss das Ganze auch von der Systemadministration her entsprechend eingerichtet werden. Das heißt, das kann sich ein Tick verschieben, aber kompensativ mache ich ja in der Woche ein oder zwei Tagesausblicke, die sich auch immer so, um und bei 2000 Leute anschauen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, dass ich in der Woche auch tagesaktuelle Updates mache, der abonniert den Kanal oder macht die Glocke an, dann bekommt er eine Nachricht. Das dritte, ich habe eine Zuschrift bekommen, die war so nett geschrieben, die eigentliche Frage nach den Nettigkeiten war aber, warum mache ich eigentlich so viele Charts? 15 Minuten, 30 Minuten, Stunde, dann noch ein anderer im Stundenchart, 4 Stundenchart. Und bevor ich das schriftlich beantworte, ist es ja möglicherweise auch für viele andere interessant. Das tue ich, weil es übersichtlich bleiben soll. Ich weiß, dass viele Lernende zuschauen und ich sag's mal so, alles was im Minutenchart M15, M30 und H1, also Stundenchart, das könnte man alles in einen Chart reinpacken. Und genauso könnte man auch die Charts aus dem Stundenchart H4, Tag und Zweitag, die könnte man auch in einen Chart packen, weil da würde es genauso übersichtlich bleiben. Das Problem dahinter ist, wenn dann im M15, M30 in den beiden H1 separat Figuren entstehen, die ich sicherlich in einem Chart abbilden könnte, wird es schnell unübersichtlich. Ich persönlich für mein Trading, für meine Übersicht, ich nutze tatsächlich nur drei Charts. Das ist einmal der M5, den wir hier anbieten, weil der M5 enthält eben alle Marken, alle wichtigen Marken aus allen Zeiteinheiten. Dann habe ich einen Stundenchart, da sind meine M30 und meine M15 Figuren drin und ich benutze einen Tageschart, wo eben auch der Stundenchart H4 drin ist und der Zweitageschart und ab und zu mache ich dann mal separat, um einfach zu schauen, wie sieht die Kerze aus dem Wochenchart auf. Das heißt, mit diesen wenigen Charts komme ich klar, dass es hier so viele sind, ist dem Umstand geschuldet, dass ich das einfach für euch übersichtlich halten möchte, was die Figuren, mögliche Entwicklungen, Fibonacci-Strecken und so weiter angeht. Das heißt, wer schon ein bisschen versierter ist, der kann sich durchaus, wenn er es dann verwerten möchte, das, was im M15, M30, H1 zu sehen, in einen Chart packen und muss nicht so viele Charts öffnen wie ich. So, fangen wir mit dem DAX an. Das war eine aus Bullensicht schöne Woche. Die hat mit 453 Punkten
Zugewinn gegenüber dem Vorwochenschlusskurs 15.169 den Handel beendet. Und ja, letztlich sind es zwei Tage gewesen, nicht? Der Montag zog an und der Dienstag hat dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt. Und tja, was das nun letztlich war, ich vermute mal, erstens kamen Nachrichten rein, dass diese neue Corona-Variante einen überwiegend milden Verlauf hat. Das mag beruhigt haben. Dann kam dazu, dass sich die Koalition gebildet hat, das heißt der Koalitionsvertrag unterschrieben war und damit eben auch eine politische Sicherheit zurückkam. Und ja, ansonsten war es wahrscheinlich auch ein Short Squeeze. Ich glaube, das sagte ich auch schon in dem Tagesausblick. Ich habe, glaube ich, Dienstag und Mittwoch Tagesausblicke gemacht, ja. Also, wenn dann irgendwie, wie man hörte, überwiegend Hedgefonds short waren, dann ist das natürlich für die großen Jungs an der Wall Street, also die wirklich großen Jungs, ein gefundenes Fressen, wenn man Short Squeezes bei den Hedgefonds macht, weil die sind ja nicht so unvernünftig wie wir Privatanleger oder wie viele Privatanleger, die dann Positionen deutlich ins Minus laufen lassen, sondern die hedgen dann entweder, was auch kaufen ist, oder sie verkaufen eben auch Positionen. Und insofern dürfte das hier ein ziemlich heftiger Squeeze gewesen sein, der hat wehgetan. Und ja, müssen wir mal schauen, wie sich das in der kommenden Woche entwickelt. Und steht ja am Freitag noch ein oder der letzte Verfall des Jahres bevor. Und wenn ich Stock Street glauben darf und den Grafiken dort glaube ich, dann haben wir eigentlich zwei dominante Personen, hätte ich was gesagt, zwei dominante Positionen, nämlich eine sehr große im Verhältnis zu den anderen, eine sehr große Call- und eine sehr große Put-Position, die beide auf der 15.600 liegen. Und zumindest mal auf Schlusskursbasis haben wir in der Range, weil diese 30 oder 20 Punkte sind nicht wichtig, haben wir den Donnerstag und den Freitag beendet. Und wenn es jetzt ganz blöde kommt und wir keinen Volumenanstieg haben oder sich die Bullen oder die Bären veranlasst sehen, nochmal eine Attacke zu reiten, dann kann die nächste Woche wirklich sterbenslangweilig werden, wenn es dann, ich sag mal so, mit 100, 150 Punkten Toleranz um die 15.600 pendelt und Freitag dort auch schließt. Das wäre schade. Gut, der Pivotpunkt am Montag bei 15.621, der kommenden Woche bei 15.535 und der des Monats Dezember verbleibt bei 15.468. Differenz zur Vorwoche habe ich schon gesagt, die Differenz zum Monatsultimo, den wir hier am Dienstag hatten bei 15.100, 523 Punkte plus im Dezember. Gut, gucken wir kurz in den 5-Minuten-Chart hinein. Haben wir ja eben schon kurz getan. Das ist hier der letzte Freitag gewesen, 15.35. Hier unten haben wir geschlossen und bereits am Montag, als es hier zweimal andippte, da habe ich dann im Blog, das muss irgendwie so ja, am Vormittag gewesen sein, behauptet, dass wir es hier möglicherweise mit einem symmetrischen Dreieck zu tun bekommen. Das bewahrheitete sich am Montag. Wir sind hier ausgebrochen aus diesem Dreieck. Also wir können es ja von 1, 2, 3, 4 zur 5 zählen. Wir sind also ausgebrochen und haben am Montag noch einen Rücklauf gemacht und sind wieder nach oben gelaufen bis in diesen Bereich 61.8. Konsolidierung. Ja, und dann kam der Dienstag und das Ding explodierte. Und ja, das hat dann eben diesen riesen Spike verursacht. Das hier waren ja schöne, aneinandergereihte Perlen auf der Schnur. Mob-Marke 15.810, erinnern wir alle noch. Das war ja achtmal eine wichtige Marke. Das, was auffiel, das angebliche oder der angebliche Schlusskurs des dritten Quartals, was nicht richtig war, aber die Mob-Marke aus dem Schlusskurs des Oktobers 15.688 im letzten Ausblick und auch in den Tagesupdates der letzten Woche mehrfach angesprochen, war dann hier zunächst Bremse, zurück zur 50 SMA und dann lief es hier lang, nächster Ausbruch, Aufsetzer, tja, und wann ist denn das gewesen? Am Donnerstag, da haben wir uns dann
dort wieder verabschiedet und heute zweimal auf den Kopf bekommen. Das heißt, diese Marke 15.688 ist und bleibt wichtig. Und wir schauen uns gleich noch einen 2-Stunden-Chart an, der Monatsmarken abbildet. Da wird das sehr deutlich, was hier passiert ist. Ja, das ist ja die Topping-Zone gewesen, von der ich gesprochen habe. Dort verläuft die obere Trendlinie des Descending Broadening Wedge aus dem H4 und hier unten haben wir eben den Schlusskurs aus Oktober und das hat der DAX bisher nicht überwunden und das bleibt auch eine mögliche Topping-Zone. Für eine Topping-Zone müsste DAX allerdings deutlich runter und ja, sofern es hier irgendwann drüber geht, haben wir Marken zur Oberseite, da ist auch noch ein Dreiecksziel offen, da schauen wir uns auch noch an. Ja, sagen wir mal so, solange er jetzt, das hat er ja heute verteidigt mit, ich weiß nicht, 3 oder 4 Punkten Toleranz, solange wir oberhalb des Schlusskurses des zweiten Quartals bleiben bei 15.531, kann es sich hier nur um eine ausgedehnte Konsolidierung handeln, die darin mündet, dass DAX wieder nach oben läuft und diese Topping-Zone überwindet. Wenn er unter das zweite Quartal fällt und, das wäre Bedingung, die 200 SMA aus dem Tageschart aktuell 15.478 wieder verliert, dann kann es deutlicher zur Unterseite laufen. Im 15-Minuten-Chart haben wir für die Bullen ein mögliches DBW, dem fehlt nämlich noch die 5. Das hat hier irgendwie ganz locker angefangen, 1, 2, 3, dann wurde hier die 4 gemacht, es lief seitwärts und zwar an der 23er Konsolidierungsmarke und ging dann aber am Freitag hier hinunter zum Tagestief, das heißt die 4 müssen wir hier hinsetzen. Welche Fibo-Strecke ist das? Das ist das letzte bedeutende Tief 15.015, das haben wir hier gemacht, zum Erholungshoch 15.834, das wurde am Mittwoch, dem 8.12. gemacht. Ja, und wir wissen, dass die 23er Konsolidierung die bullischste Konsolidierung ist, sofern es danach wieder zur Oberseite geht, das sah hier über den gesamten Donnerstag danach aus, dass DAX die 23er halten will. Er machte sogar Intraday einen Doppelboden auf der 15.613. Heute am Freitag ging es dann eben eine Etage tiefer. Ja, und geschlossen hat er zumindest mal in der Nähe der 23.6 Konsolidierung. Und hier hat er mit dem Tief des Volachters im Bereich 15.537, da hat er also fast die 38er Konsolidierung gemacht. Und diese Marke können wir uns auch merken, beziehungsweise alle Konsolidierungsmarken dieser letzten spontanen, impulsiven Aufwärtsbewegung, die wir gesehen haben. 38er Konsolidierung wäre auch noch bullisch. Wenn der DAX sich der 50er oder gar 61er Konsolidierung nähert, dann könnte es kritisch werden. Wir hätten hier ja noch ein offenes Gap. Also das müssen wir mal abwarten. Aber falls der Montag bullisch wird, das wäre erstens der Fall oberhalb der 15.641, das ist nämlich die kleinste Konsolidierungsmarke und insbesondere, wir wissen ja, dass eigentlich, aber wir haben verrückte Zeiten, dass eigentlich, wenn die 2 eines DBWs von unten kommend wieder überschritten wird, ein Anlauf und damit auch die Aktivierung der Formation an der 5 passiert. Da sind wir heute rangelaufen, aber haben punktgenau als auf den Deckel gekriegt, das heißt, wir sind nicht drüber und insofern müssen wir uns noch gedulden. Für den bullischen Fall geht DAX am Montag über 15.641 und 15.690. Dann kann er schnell zur 15.721 und dort würde diese Formation aktiv werden und hätte dann deutlich höhere Ziele, sofern sie dann den Bullen den Gefallen tut und ausbricht. Und sobald wir unter die 38er Konsolidierungsmarke fallen, ein bisschen Obacht, denn dann könnten 15.424, 15.328 und tiefer mögliche Ziele sein. Im 30-Minuten-Chart die bekannte Doppel-Fibo-Zone, die sich ja aus 2 Strecken bildet. Wir haben hier einmal das Tief vom 6. Oktober, die bedeutende 14.818 zum Allzeithoch und dann die Konsolidierungsstrecke vom Allzeithoch runter zur 15.015, die wir eben schon in dem M15-Chart gesehen haben. Ja, hier kann man nicht drüber. Ich
hat er in den letzten Ausblicken, also auch in den tagesaktuellen Ausblicken gesagt, diese blaue Zone ist eben eine Topping-Zone und ich glaube, als wir das letzte Mal uns sprachen, habe ich gesagt, das sieht noch nicht danach aus, aber aktuell ist es eine. Aufgesetzt hat er auf die lila Zone mit dem heutigen Tief und ja, hier zwischen ist erstmal Niemandsland. Also im etwas größeren Bild, im 30-Minuten-Chart, muss er über 15.728 und 15.803. Und die Bären hätten es natürlich gerne, dass er unter 15.554 und 15.502 fällt, weil dann könnte das Gap geschlossen werden und möglicherweise auch diese, gesamte Aufwärtsbewegung verpuffen. So, der Stundenchart, da ist die größere Doppelfibo-Zone und ich habe bestimmt vor 5, 6, 7 Ausblicken gesagt, das Ex-Allzeithoch 15.538 wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Das hat sich ja hier bereits getan und hier, also da sehen wir mehrfache Aufsätze. Insofern ist das für mich eine kleine Mob-Marke. Wir haben am Dienstag mit dem großen Gap-Up haben wir uns mit dem Hintern oder mit dem Kerzenkörper direkt draufgesetzt. Das war also ein Treffer, dann ging es noch mal ein kleines Stück runter, aber dann eben bekanntlich weiter zur Oberseite. Hier hat die 15.801, also die 15.800, 15.810 Mob, wissen wir alle seit langer Zeit, ist eine wichtige Marke. Das, was ganz interessant ist mit dem heutigen Gap-Down am Freitag, von dem er sich ja zumindest leicht erholte, hat er hier auf der 15.538 eine Punktlandung gemacht. Wir haben auch gesehen, dass er, als er hier runterfiel, abgewiesen wurde, nochmal abgewiesen, musste sich hier unten an der Zone 15.112 zu 15.096 Unterstützung holen. Das bedeutet also, sobald die 15.538 fällt, könnte es wieder kritisch werden. Ja, ansonsten auf die 800, 810 und diesen Bereich. So, jetzt kommen wir mal zu dem, was die Tagesausblicke nicht gesehen haben, sondern sich immer nur den Wochenendausblick anschauen, verpasst haben. Das ist ja in der letzten Woche in der Analyse ab 6. Dezember die Aussage gewesen im Stundenchart H1, ein mögliches symmetrisches Dreieck. 525 Punkte war die größte innere Höhe. Und ich sagte, wenn das hier das Tief ist, dann geht's zur 5 hoch. Und dann eben auch, ich habe auch, glaube ich, die 58% Aufwärtsbewegung, statistisches Ziel von 525 Punkten, 36, wenn es zur Unterseite brechen würde. Und den Start hatten wir ja am Freitag zuvor und das war der letzte Freitag. Schauen wir uns mal an, was daraus wurde. Das war der Stand am letzten Freitag. Dann gab es eben am Montag dieses schöne fette Gap-Up, ein kleiner Rücklauf. Da hat sich der Montag aus dem Handel verabschiedet und hatte noch nicht dieses symmetrische Dreieck aktiviert, aber er hatte einen blauen Keil aktiviert, und zwar einen bullischen Keil, denn fallende Keile sind bullisch und steigende Keile in der Regel bärisch, und den Keil konnten wir zählen von 1, 2, 3, 4 zur 5. Der hatte Ziele, ich habe die jetzt alle schon gelöscht, weil sie sind ja abgearbeitet. Wer sich dafür interessiert, schaut den Dienstagsausblick, also den Tagesausblick, oder den Mittwoch, da habe ich die nochmal gezeigt. Auf jeden Fall wurde hier vom Tageswechsel Montag auf Dienstag die obere Trendlinie dieses symmetrischen Dreiecks überwunden und damit war es aktiv und hatte eben auch Ziele. Die sind alle abgearbeitet, also die Keilziele sind abgearbeitet, wir hatten eine ISKS, die ist abgearbeitet, das große Dreieck, das rote, ist das statistische Ziel abgearbeitet. Und das, was noch offen ist, sofern DAX eben ab Montag wieder den Vorwärtsgang einlegt, wäre noch das 100%-Ziel dieses roten Dreiecks bei 16.014. Hier sehen wir nochmal die Topping-Zone, also die obere Trendlinie des Descending Broadening Wedges aus dem H4, zeige ich gleich, und das Tief aus Oktober, fälschlicherweise vorher als Tief oder Schlusskurs des dritten Quartals bezeichnet. Ja, also insofern, da hat es heute zweimal auf den Kopf gegeben. Also wie gesagt, das bleibt eine wichtige Marke. Und die natürlich auch. Denn wenn er über dieses Descending Broadening Wedge oben hinausgeht, dann hat er zumindest mal temporär gewonnen.
Hier sehen wir nochmal die 15.810 Mob, die 15.688, hier die 2 des großen DBWs. Das war ja bereits ausgebrochen, machte das Allzeithoch und dann gab es eben diesen tiefen Rücklauf. Es blieb aber gültig, weil die 4 nicht unterschritten wurde. Wäre die 4 unterschritten worden, hätte dieses Ding auch bärisch zünden dürfen. Das ist noch nicht passiert. Insofern auch hier 15.623, da irgendwo in der Nähe liegt der Schlusskurs. Gucken wir mal. Also die 15.869 jetzt ist am Montag die Verzeihung, Frosch im Hals, ist die obere Trendlinie dieses Descending Broadening Wedges. Und sofern sich hier so eine V-Erholung fortsetzen sollte, die hier einen W-Boden hat, dann ist das Allzeithoch Ziel. Und wenn sich dieses Descending Broadening Wedge dann tatsächlich bullisch auflöst, darf und kann es auch nach 16.914 und 17.121 laufen. Welchen Anlass es dafür geben mag, weiß ich nicht. Die andere Möglichkeit, die dürfen wir auch nicht ausschließen, ist die, dass wir eben nur eine temporäre Erholung gesehen haben und dann müssten wir vom Allzeithoch runter zu diesem Tief und davon ausgehen, dass wir hier ausgetoppt sind. Und dann könnte sich eine ABC-Bewegung, also ABC, bilden, die im Bereich 14.590 ihr Ziel hätte. Das wäre also schon mal einen Schluck tiefer und dann würde auch das Gap geschlossen werden. Das sind die Möglichkeiten. Und schauen wir mal, ob nächste Woche Bewegung reinkommt oder ob es langweilig wird. So, bevor ich jetzt in den Tageschart gehe, möchte ich ganz gerne nochmal die Monatsmarken mit euch anschauen. Das ist ja ein Chart, den ich auf 2-Stunden-Basis angelegt habe und der wird geführt seit Juli. Diese braunen Kästen sind immer Monate, also hier der Juli zum Beispiel mit 762 Punkten Hoch-Tief-Bewegung, der August, der September, der Oktober und der November, Dezember läuft ja noch. Und die Monatsmarken, die ihr hier seht, H bedeutet immer hoch, S bedeutet Schlusskurs, T bedeutet tief. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, der Schlusskurs des Novembers war gleichzeitig auch mit einem Punkt Unterschied das Tief des Dezembers. Bislang jedenfalls. Hier ist das Tief gemacht, dort war der Schlusskurs. Das ist also mal aus Tagessicht eine schöne Unterstützung. Ich habe es hier Brandmauer genannt. Warum? Wir haben hier den Schlusskurs des Novembers und bislang zumindest Tief Dezember. Wir haben hier eingebettet das Tief des Juli bei 15.048. Wir haben das Tief des Septembers und wir haben das Tief des Novembers, die auch eng zusammenliegen. Tief September 15.019, Tief November 15.015. Das heißt, das ist ein Monatsdoppelboden. Und diese Brandmauer schützt den DAX aktuell oder auf Dauer, das wissen wir nicht, vor einer erneuten Berührung mit dem Tief aus Mai 14.816 und dem Tief Oktober 14.818, also dieser ganz bedeutende Doppelboden. Und dass er hier sich sofort wieder zur Oberseite verabschiedet hat, zunächst temporär, macht eben auch deutlich, dass dieser Bereich die Achillesferse des DAX ist. Werden also diese 1, 2, 3, 4, 5 Monatsmarken, die auf sehr engem Raum sind, das sind 85 Punkte. Ja? Also wenn da 5 Monatsmarken erneut durchschlagen werden sollten, dann werden wir uns mit dieser Marke auseinandersetzen und ich vermute, dann werden auch einige Bullen kalte Füße bekommen. Noch ist es aber nicht so weit. Was wir aber sagen können, wir haben hier oben so ein Triumvirat, 3 Monatsmarken, Schlusskurs August, das Hoch aus Juli und das Hoch aus Oktober. Tja, und da ist er eindeutig ausgetoppt. Nachdem er über diese beiden oder 3 Monatsmarken, Schlusskurs Juni, Schlusskurs Juli, die auch eng beieinander liegen, da sind nur 13 Punkte zwischen, und Tief aus August 15.492. Das heißt, aus dieser Klemme, aus diesem Deckel und aus diesem Boden oder Brandmauer hat er sich mit dem Gap-Up nach oben katapultiert, um hier erneut auf den Schädel zu bekommen und jetzt aktuell hier auf Bodensuche ist, indem er sagt, also das muss jetzt halten. Insofern, aus dieser Perspektive heraus, passiert charttechnisch Wichtiges erst über 15.835 oder
unterhalb 15.492. Hier kann er sich relativ frei bewegen, auch wenn er heute, das ist ja die aktualisierte Marke des Schlusskurses Oktober, 15.688, noch nicht rübertraute. Ja, also insofern, ich glaube, das ist ein ganz guter Überblick. Einfach mal einen Screenshot machen, dann diese Marken verändern sich ja nicht mehr. Das sind alles Marken, die sozusagen festgeschrieben sind. So, dann gucken wir in den Tageschart hinein. Drei fette Gap-Blasen und eigentlich gibt es hier auch nicht viel mehr zu erzählen. Das ist unsere 1200 Punkte-Range, in der er sich lange aufgehalten hat und einen Fehlausbruch produzierte. Wir haben hier diese achtfache MOB-Marke 15.810, korrespondierend dann eben auch mit der, was war das jetzt? Dingelingeling, müssen wir kurz gucken. 15.835. Und ja, da muss er drüber. Dann kann er einen Anlauf an das Ex-Allzeithoch 16.030 und Range-Oberkante nehmen. Oder er arbeitet sich eben wieder zur Unterseite und wird sich dann eben möglicherweise mit dem Tief des Septembers nochmal beschäftigen müssen. Oder vielleicht sogar mit dem Tief des zweiten Quartals bei 14.816. Ich hatte ja im letzten Ausblick schon gezeigt, es sind Gaps ohne Ende offen. Also wenn der runter will, dann gibt es viele Ziele. Und wenn er rauf will, dann muss er letztlich durch die 16.030 durch und sein Allzeithoch, was auch ein dreifaches Top ist im Tageschart, einmal, zweimal, dreimal zur Oberseite durchbrechen. Und dafür wird es gute News brauchen. Im Zweitageschart wird das nochmal deutlich. Wir haben hier 1, 2, 3 Aufsätze auf der unteren Kanaltrendlinie 15.060 aktuell und die obere bei 16.824. Und natürlich hier der bedeutende Doppelboden 14.816. Und es ist und bleibt eben einfach die Frage, kommt er hier nochmal runter und macht dann hier möglicherweise sogar das als Schulter, das als Kopf und dann nochmal eine ausgedehnte Schulter, bevor er runterfällt? Oder kann er einfach diese Marke halten, verteidigen und als, ja, als Standbein, als Fundament für einen Anstieg in 2022 und für die kommenden Jahre nehmen, der dann in deutlich höhere Gefilde führt? Da ist noch nichts entschieden und ja, das müssen wir weiter beobachten. Der zweite Zweitageschart zeigt den Ebbe- und Flutchart, den ich auch im letzten und oder vorletzten Ausblick nochmal besprochen habe. Also Flut, Welle kommt an den Strand, läuft zurück, läuft höher an den Strand zurück, läuft höher an den Strand zurück, läuft höher an den Strand. Dann wird es flacher, Rücklauf, ein möglicherweise letztes Wellenhoch, dann kam ein Tief. Dieses Wellenhoch, was wir hier hatten, das hat er, weil er oberhalb 15.501 notiert, wieder überschritten. Um jetzt aber uns zu signalisieren, dass weiterhin Flut ist, muss er über dieses Wellenhoch rüber, und das ist das Allzeithoch. Bevor er das nicht macht, kann das hier so weitergehen und irgendwann finden wir uns möglicherweise in einer beginnenden Ebbe wieder, die dann eben diese Höchststände nicht mehr überschreitet, dafür aber die letzten Tiefstände unterschreitet. Und deswegen ist eben auch die 14.816 von so großer Bedeutung, weil wir hier zweimal Wellentiefs hatten. Und aus dieser Perspektive heraus würde er dann, wenn diese Marke fiele, erst wieder eine erste Unterstützung im Bereich 14.130 haben und danach gar 13.460 und 13.310. Im Wochenchart hatte ich vorletzte Woche ein mögliches bullisches Shark-Pattern gezeigt, das erkläre ich heute nicht. Wer sich dafür interessiert, schaut sich den letzten und vorletzten Ausblick an. Am besten den vorletzten, da habe ich es, glaube ich, das erste Mal gezeigt. Hier hat sich noch nichts verändert. Das ist Xetra, das heißt, DAX darf, bevor dieses Pattern ungültig wird, die 16.677 noch anlaufen. Und sobald er die 14.816 und die 14.137 bricht, kann es gut möglich sein, dass er in diesen Zielkorridor läuft.
Was hier die 16.677 ist, ist in den durchlaufenden Kursen die 16.855. Also würde DAX in den durchlaufenden Kursen über 16.855 ansteigen, und damit meine ich jetzt nicht zwei Punkte, sondern wirklich ansteigen, dann wäre dieses mögliche bullische Shark-Pattern hinfällig. Ja, das müssen wir abwarten, ob er das schafft oder nicht. Und bullisch ist dieses Shark-Pattern eben einfach, weil es einen Zielkorridor hat, von dem aus es dann eben deutlich ansteigen soll. Alles genannt in den Wochen zuvor. So, dann fangen wir mit dem, machen wir weiter mit dem Dow Jones im 2-Stunden-Chart. Der müht sich seit geraumer Zeit an einer ISKS ab. Die ist aktiv. Wir haben hier eine Schulter durch böse Gaps, einen getrennten Kopf und hier eine kleine Schulter. Das hier ist eine zurückgelassene bullische Insel, die durch diese Insel bestätigt wurde. Das ist in sich selbst auch wiederum eine bullische Insel. Wenn die Amerikaner jetzt also tatsächlich hier die Weihnachtsrallye starten wollen, haben sie dazu Gelegenheit, und zwar solange sie sich über 35.833 aufhalten. Dort verläuft heute die Nackenlinie dieser leicht windschiefen ISKS. Die Ziele habe ich ausgerechnet. Das statistische Ziel 37.180, das 100% Ziel 37.728. Das wird voraussichtlich nicht innerhalb weniger Stunden passieren, wenn es denn passiert. Was dem Dow noch im Wege steht, die 23er Konsolidierungsmarke 35.909, die muss er überwinden. Da hat er sich am Freitag zum Handelsbeginn schon mal dran getraut, bekam aber auf den Kopf, musste dann nochmal kurzfristig unter die Nackenlinie. Jetzt arbeitet er wieder daran. Also sobald er sich hier über diesen Bereich 35.909 freischwimmt, wäre das nächste Ziel das Hoch vom 16. November bei 36.316, gefolgt vom aktuellen Allzeithoch bei 36.565. Sofern er das schafft, hat er ja auch noch zwei Ziele aus dem Tageschart, den wir uns gleich angucken, nämlich da ist ja ein großes Descending Broadening Wedge am Start mit Zielen bei 36.797 und 37.114. Sobald er hier wieder unter diese blaue Zone fällt, die hat er ja hier verteidigt und hier hat er sie auch verteidigt mit dem kleinen Intermezzo, dass er hier unten mal so alles an Longs rausgeräumt hat, ja, was vielleicht nicht mit auf diesen Weg sollte. Das macht der Markt ja ganz gerne, dass er vorher das Bäumchen schüttelt, bevor er zu einem Dauerlauf gen Norden ansetzt. Diese blaue Zone sollte also halten, kann man sich gut merken, ist das Ex-Allzeithoch 35.630 und die 38er Konsummarke 35.500. Oder, long story short, unter 35.500 trübt sich das wieder bärisch ein und oberhalb 35.909 haben wir die genannten Ziele. Ja, jetzt gucken wir uns das Descending Broadening Wedge aus dem Tageschart an. Das ist dieses blaue Gebilde. Das ist ja auch schon deutlich ausgebrochen und hatte eigentlich knapp, verhältnismäßig knapp, zumindest in dieser Zeiteinheit, sein statistisches Ziel 36.797 knapp verpasst. Hier am Allzeithoch. Hier ist die Kill-Marke eines bullischen 5-0-Patterns, 36.270, zeige ich gleich noch im Wochenchart, und ist das ist eigentlich das Gegenstück zu den Pattern, die ich im DAX gezeigt habe, die also auf deutlich tiefere Kurse deuten. Das würde ein 5-0-Pattern im Dow Jones ebenfalls tun, aber nicht mehr, wenn er über die 36.270, nein, stimmt nicht, vollkommen falsch. Dort beginnt die Überschusszone, zeige ich gleich noch. Ich habe eben Unsinn geredet, also einfach mal vergessen. Wichtig ist eben einfach, wir haben hier das Descending Broadening Wedge, das ist aktiv, es hat einen fiesen Rücklauf gemacht. Hier sind die statistischen und 100% Ziele dieses Descending Broadening Wedge. Ich habe nochmal die ISKS-Ziele aus dem H2, den ich eben zeigte, hier mit reingenommen. Und diese Schulterkopf-Schulterformation, die ja ihr 100% Ziel bestens abgearbeitet hat,
Hier war die Nackenlinie. Das heißt, der hat hier bereits das 100% Ziel abgearbeitet. Die können wir jetzt eliminieren. Das Ding hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Und nun schauen wir mal, ob er in dieser Zeiteinheit im Tag oberhalb seiner Mob-Marke 15.500 bleibt und seines Ex-Allzeithochs 35.630. Solange diese blaue Zone, die hier angelaufen wurde, hier nicht mehr überwunden werden konnte, Durchbruch, Rücksetzer, 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 Abflug, hier mit dem Popo wieder draufgesetzt, also 35.630, 35.500, kleine 130 Punkte, sind zumindest mal seit dem ersten Anlauf am 11. August von großer Wichtigkeit und bleiben es auch. Denn wenn wir das hier sehen, das könnte ein V werden und würde ihn dann zum Allzeithoch bringen. Und mit schuldig daran wäre dann eben diese ISKS, sofern das passiert. Im Wochenchart dieses mögliche, zunächst einmal bärische, aber final bullische Konstrukt, das ist ein 5-0-Pattern, habe ich im letzten oder auch im vorletzten, im letzten Ausblick erklärt. Das hat eben bestimmte Strecken und Fibonacci-Bedingungen zu erfüllen. Es hat sich hier an der 36270 erfüllt, also nicht erfüllt, sondern aktiv gemacht, hat damit praktisch das Mindestziel erreicht. Diese Ausdehnung darf aber bis nach 43.211 laufen, also die 224er Ausdehnung. Und die Aussage, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Wochenendausblick oder in den Tagesausblicken sagte, wann immer Dow Jones jetzt die 36.270 überschreitet, ist er zunächst einmal aus der bedrohlichen Lage heraus, dass die Strecke BC zu 50% konsolidiert wird, was nach diesem Pattern passieren muss. Das hätte dann ein Ziel bei 27.426. Wann immer er also in diesem Bereich ist, in diesem blauen Bereich, ist er zunächst einmal safe. Steigt er jetzt also hier deutlich an, macht eine Weihnachtsrallye und kippt irgendwann im Januar runter unter die 36.270, dann muss man wieder aufpassen, weil dann eben die Strecke BC zu 50% konsolidiert werden darf. So war es richtig, das habe ich in dem vorhergehenden Chart eben ein bisschen falsch begonnen. Der S&P im Tageschart, da hatte ich eine Popgun gezeigt, die habe ich hier nochmal lila eingefärbt, eine linke Kerze, eine mittlere Kerze, eine rechte Kerze und die mittlere weiße Kerze hatte ein tieferes Tief, Quatsch, ein höheres Tief als links und rechts und ein tieferes Hoch als links und rechts. Und die Aussage war, so ein Ding soll mindestens mal die größte Höhe der Triggerkerze, das ist die rechte Kerze, zur Oberseite abarbeiten. Das gelang hier an dem Tag nach der Triggerkerze noch nicht. Es gab zwar einen kurzen Spike, also ein neues Hoch, aber letztlich hat es keine Fortschritte gemacht. Dann kam der bekannte Dienstag. Ja, und nach 4.718 sollte es eigentlich noch für die einfache Höhe und so ein Ding, wenn es dann Geschwindigkeit aufnimmt, darf auch die 2- und die dreifache Höhe abarbeiten. Setzt sich das hier also fort und entpuppt sich nicht als Bullenfalle, dann ist auch durchaus möglich, dass der S&P in Richtung der oberen Kanaltrendlinie läuft bei 4.834. Ja, und aus dieser Perspektive heraus bleibe ich bei dem, was ich sage, die 4.546 sind wichtig. Da hat er hier 3 Tage gekämpft und hat diese Marke also mehrfach durchrödelt. Da hat er nicht sauber gearbeitet. Aber das waren ja auch hochvolatile Tage, die letztlich diese Popgun gebildet haben. Ja, also oberhalb dieser Marke 4.546 sehe ich nichts Shortiges. Ja, man könnte vielleicht skeptisch werden, wenn es wieder unter die 4.600 geht, aber wir haben ja hier am Montag, haben wir ja auch ein bis auf, wie viele Punkte waren das, 7, 8, 9 Punkte, haben wir eigentlich einen Abschiedskurs an der 4.546 gesehen, also da ist man noch nicht bereit, drunter zu fallen. Der Nasdaq im 4-Stunden-Chart, das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment, falls wir am Montag eins auf den Deckel bekommen, dann könnten wir, ich habe es einfach deswegen genommen, weil wir hier
schöne Aufsätze hatten, also mehrfach auch hier. Wenn es dann oberhalb 16.377 läuft, das heißt, wenn wir es ein bisschen genauer machen, eigentlich ist dieser Keil hinfällig, sobald es über 16.467 geht, denn dann hätten wir keinen Keil mehr, sondern eine Flagge oder einen Kanal. Aber wie gesagt, falls es hier nicht drüber geht, darf es im bärischen Falle noch eine 5 machen und damit eine Wolf-Wave aktivieren. Warum komme ich da drauf? Wir haben ja im Tageschart einen Kanal und ich hätte es eigentlich ganz gerne gesehen, wenn Nasdaq auf die untere Trendlinie des Kanals aufgesetzt hätte. Ob das jetzt hier Wunschdenken bleibt, weiß ich nicht. Ich switch mal kurz rüber in den Tag. Da sehen wir das. Wir haben ja diese blauen Kästchen gehabt, zwei Stück, also ein sauberer Anlauf an die obere Trendlinie des Kanals. Dann ging es satt runter, Kästchen kopiert, Anlauf oben, runter zur unteren Trendlinie, oben angesetzt, ein kurzer Überschuss. Und wir haben ja hier so runter, Gap Down, nach oben, runter, runter, Gap Down haben wir nicht gesehen, jetzt ein Stück nach oben, also das hier könnte das sein. Es würde aber bedingen, dass wir jetzt irgendwann in den kommenden 1, 2, 3 Tagen nochmal einen Schub zur Unterseite kriegen. Und die untere Begrenzung liegt hier so im Bereich 15.320 und das würde einfach, wenn es dann so käme, ganz gut passen, denn der Bereich der Kanal, der unteren Kanaltrendlinie liegt ebenso im Bereich um 15.300 und das würde, wenn es hier nochmal runterliefe und eine 5 macht, wunderbar passen. Danach dürfte der Laden dann nämlich nach oben ziehen und die Wolfe-Ziellinie anlaufen. Aber das ist noch keine Wolfe-Wave und wird auch keine, wenn es, sag mal, deutlich über die 16.400 geht. Und falls das passiert, muss man mal schauen, ob man sich hier unten positioniert. Denn falls es einen Abverkauf gibt an der Nasdaq, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Bullen das 61.8 Retracement dieser Aufwärtsstrecke verteidigen werden. Und wenn das so im Laufe der nächsten Tage oder der nächsten Woche, wie auch immer, passiert, dann käme im Grunde die 61er Konsolidierungsmarke 15.300 mit der Kanal-Trendlinie unten zusammen. Das wäre mal so am 22. Dezember der Fall. Das wäre perfekt, um zumindest mal den Zeh ins kalte Wasser zu halten und zu sagen, so jetzt geben wir ihm mal eine Chance, einen Bounce zur Oberseite zu machen. Wenn das nicht passiert, zieht das Ding eben einfach zur Oberseite durch, die obere Kanaltrendlinie aktuell bei 16.923. So, und warum der Nasdaq ein bisschen zu kämpfen hat, ist möglicherweise die Tatsache, dass er hier eine ABC-Bewegung, eine bullische, die beginnt hier im Bereich 6.740, führte dann zum Hoch im Bereich 12.400, Rücksetzer, und da hat er mit dem Kerzenkörper perfekt angesetzt. Das ist jetzt ein Wochenchart. Eine Woche, zwei Wochen, versucht drüber zu kommen, nicht geschafft. Drunter, nicht geschafft. Aktuell auch wieder das Näschen rausgehalten. 16.355 ist wichtig. Würde er darüber gehen, könnte man durchaus die 118% Fibo-Extension nehmen und auch die 123er, also der Bereich 17.370 bis 17.700. Das wäre dann zumindest erster Zielbereich, falls ihm der Ausbruch hier gelingt. So, dann kommen wir zum Sehilber. Da ist nicht viel passiert, nicht? Im letzten Ausblick habe ich eben gesagt, wir haben hier einen Anstieg gehabt, das waren plus 165%. Und was haben wir jetzt im Tief hier abgegeben? 28%. Also solange er hier rumpendelt in diesem Bereich und die 21,42 nicht verliert, lohnt sich eigentlich gar nicht, da irgendwie ein Wort drüber zu verlieren. Die Leute, die Silber im 5-Minuten-Chart handeln, natürlich schon, weil das sind dann im M5 sind das dramatische Bewegungen. Jeder, der irgendwie auf Perspektive, also auf langfristig, mittel- bis langfristig Silber handelt, wird eben einfach schauen, 21,42 ist eine wichtige Marke und weil wir hier viermal aufgedockt oder angedockt haben, natürlich auch die 18,88. Ja, wie sich das hier auflöst, weiß ich nicht, aber was man auf jeden Fall mal sagen kann, diese Seitwärtsrange
die kann sich zur Ober- oder zur Unterseite abarbeiten und das wird dann schon irgendwie eine knackige Bewegung geben. Die in Richtung 38 oder 12 laufen würde. 12 kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde frohlocken, weil ich physisch kaufe, aber warten wir es mal ab. So, der Goldchart. Wir haben ein aktives symmetrisches Dreieck. Also damit so ein Ding, wie wir es im... Wo waren das überhaupt? Hier. Wie wir es im DAX hatten. Nur dem fehlte noch die 5, dem lieben DAX. Das hat er ja nachgeholt. Und Gold hat es bereits fertig und wir sind im Tageschart. Wir können also sauber 1, 2, 3, 4, 5 zählen. Dann gab es hier so vielleicht 7, 8, 9 quälende Tage, wo Zentralbanken, Bullion Banks, Edelmetallbären draufgehauen haben. Und jetzt hängen wir irgendwo so in der, auf der mittleren Ebene zwischen diesen beiden Linien. Da wir aber die 5 gemacht haben, und zwar hier am 10.11., waren die Ziele oder sind die Ziele zu definieren. Und das bedeutet, wann immer wir über die 1870 gehen, haben wir ein statistisches Ziel bei 2035 und ein 100% Ziel bei 2155. Sollte sich Gold zur Unterseite bewegen und die 4 brechen, also 1683, würde das statistische Ziel bei 1580 und das 100% Ziel bei 1398 liegen. Die Trendlinien selbst, also die Trendlinie ist ja aktuell schon höher als 1683, sie ist ja aktuell bei 1688. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, wenn das hier kurz bricht, aber die 4 nicht unterschreitet und wieder zur Oberseite zieht und ähnliches. Die obere Trendlinie liegt bei 1859, die 5 wurde aber bei 1870 gemacht. Also auch hier kann es durchaus sein, dass es über die Trendlinie geht und wir denken, oh, jetzt bricht das Ding aus und dann wieder zurückfällt. Entscheidend sind die Marken für die Berechnung. Die 4 bei 1683, die 5 bei 1870. Ja, und da solche symmetrischen Dreiecke nervtötend sein können, sage ich eben einfach mal, solange 1859 und 1870 oder 1 über und 1683, 1688 nicht unter- oder überschritten werden, gibt es da auch nichts weiter zu bereden. Bitcoin. Im logarithmischen Wochenchart haben wir gesehen, das war eine punktgenaue, fast punktgenaue, es ging sogar noch ein Stück weiter rein, Zielerreichung zwischen 67.000, logarithmischer Abtrag dieses symmetrischen Dreiecks, da ist schon wieder so ein Ding, und der 423er FIBO-Ausdehnung, die bei 73.571 wartete. Im letzten Ausblick habe ich ja gesagt, die Konsolidierung, wenn sie dann bullish ist, endet an der 23.6 Konsolidierung bei 53.618. Wenn es tiefer muss, wartet die 38.2 bei 44.117. Die ist noch nicht angelaufen worden. Ich hüpfe jetzt mal kurz in den Zweitageschart, denn dort haben wir ja einen wunderschönen Doppelboden, 28.600. Den haben wir hier, 28.600. Und das liegt also... Für Bitcoin sind ja nur 162 Dollar ist überhaupt nichts. Das heißt, es liegt sehr genau auf der 61er Konsolidierungsmarke, die dann eigentlich auch noch, wenn es dann so tief liefe, so eine Art Doppeltop oder Batman-Öhrchen in den Chart pinseln würde. Und die zweite Marke 36.140 könnte entstehen, wenn diese aktive Wolf-Wave im logarithmischen Zwei-Tages-Chart, also jede Kerze zwei Tage, tatsächlich ihre Ziellinie anläuft. Wir haben mit dem Hoch die 1, Tief 2, Hoch 3, Tief 4, Hoch 5, überschießend und wir sind unter der unteren Trendlinie. Die Ziellinie 1 durch 4 verläuft bei 38.141 und diese 38.141, die habe ich mal gerundet auf
Kleine Sekunde, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? 38.000. Da muss das hin. Da steht nämlich eine 6, nicht, dass mir schon wieder so ein Fauxpas passiert. So, also, falls Bitcoin weiter konsolidieren will und muss, gibt es als nächste Station 44.170, gefolgt von der 50% Konsolidierung bei 36.440 bis 38.140. Also falls die Wolf-Wave gemacht wird, Anlauf an die 38.140, stückt nochmal runter an die 36.440. Wenn dann nicht genug ist, wird dieser Bereich Ziel. Ja, wann gibt es Entwarnung für die Bitcoin-Bullen? Das ist aus aktueller Sicht ein ziemlich klarer Fall. Es kann sich hier natürlich eine bullische Cup and Handle, also eine Tasse mit Henkel, bilden. Und das heißt, hoffen darauf darf man oberhalb 53.600, wenn also die 23er Konsolidierung wieder überwunden ist. Und mit Sicherheit darf man darauf hoffen, wenn es an die 67 oder über die 67.000 und an die 68.970 geht. Weil dann hätten wir tatsächlich eine bullische Formation, die dann auch nochmal kräftig Bewegung zur Oberseite auslösen könnte. Ja, okay. Gut, das war's. Aktien mache ich heute nicht. Wir haben nächste Woche Verfallswoche. Da gibt's manchmal so viel hin und her, dass da Charten manchmal eher hinderlich ist. Also ich werde am nächsten Wochenende, wenn wir den Verfall hinter uns haben, dann wieder so 7, 8, 9, 10 Aktien mit reinnehmen. Vermutlich wird Joe auch noch ein Update haben zu den Aktien, die ich in der letzten Woche von ihm vorgestellt habe. Ja, und ansonsten, bleibt gesund, genießt das Wetter. Ich hoffe, ihr habt Schnee. Hier oben im Norden warten wir noch sehnlichst drauf. Also, ja, und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch, das erfreut immer. Und ich habe es, glaube ich, im Tagesausblick nur gesagt. 5.000 Abonnenten sind erreicht. Mein Geburtstagsgeschenk habe ich also schon bekommen, oder mein Weihnachtsgeschenk. Ja, Weihnachten und Geburtstag liegen nur 4 Tage auseinander. Also insofern, vielen herzlichen Dank und ja, seid in der nächsten Woche ein bisschen vorsichtig, falls die Märkte ausschlagen, denn die Richtung ist in der Regel offen in Verfallswochen. Bis dann und tschüss.